eine dieser vier Figuren reduzieren. Das Puzzle-Schloss erwies sich als schwieriger, da sie dazu tendiert, immer zwei Dias zu wählen, deren Figuren in die gleiche Richtung zeigen. Ich habe sie gefragt, warum dem so sei, aber sie schien diese Frage nicht ganz zu verstehen. Alles klar. Was haben wir hier? Zeichen und Symbole? Was? Alles klar. Ich dachte gerade, ich habe wem gehört in mein Zimmer. Das war gruselig gewesen. Wir können dieses Buch herausziehen. Das ist ein sehr schönes Buch. Sehen wir uns dieses Buch doch mal genauer an. Geh weg. Ah. Ja, genau. So setzt man sich auf einen Stuhl drauf. Verpiss dich. Okay. Dieses Buch ist schön. Erinnert mich ein wenig an ein Nekromantenbuch. Alles klar. Das war's auch in diesem Raum. Gehen wir weiter. Nein, wir lassen die Tür offen, weil falls... Warte mal, ich mache das jetzt genauso wie Funk Royal. Ich kann mich nämlich erinnern, dass er in diesem Raum noch war, aber dann hat es ihn... dann mochte er nicht mehr. Das hat ihn dann zu sehr... das Huhn zerfressen, deswegen... mache ich es jetzt gleich wie ihm, denn ich will auch nicht... dass was passiert. Andererseits könnte es auch nur ausgelöst werden, wenn ich dahin gehe. Ich gebe zu, ich habe ein wenig Angst. Aber auch nur deswegen, weil die dann aufstehen und mich ansehen und dann mich zu Tode ansehen. Und das mache ich nicht. Das ist dann so wie von Erkan und Stefan, Erkans Todesblick. Und das mag ich nicht, dass... ich mag nicht totgeblickt werden, das ist uncool, das ist relativ uncool, also mag ich nicht, nein, aber, oh Gott. Alles klar, gehen wir weiter. Okay, ihr seid noch lieb, ja? Ihr seid keine bösen Statuen, die aufwachen, oder? Nein? Nehme ich überhaupt meine Stimme auf, das muss ich jetzt nachprüfen, Leute. Oh. Oh, verdammt. Nehme ich sie auf? Ja, ich nehme sie sogar auf und wir spielen ganze 16 Minuten ungefähr. Alles klar. Es wird sicher jetzt irgendwas getriggert, nur weil ich die Tür aufmache. Hey, soll's aufgehen? Gehen wir rein. Wir haben eine Bibel. Nein, ist das eine Bibel? Nein, das ist keine Bibel. Wieso klingt das metallisch, wenn ich ein Buch gegen eine Holzwand schmeiße? Jetzt nicht mehr. Alles klar. Wir lassen offen, weil man weiß nie. Ah, Zunderbüchsen sind immer gut. Ah, dann können wir Licht machen, wenn es eine Lichtquelle gibt, wo wir halt anzünden können, ne? Mit einer Zunderbüchse. Ist logisch. Sowas wie das hier kann man mit einer Zunderbüchse anzünden. Schablone Nummer 3. Wir kriegen hier ganz viel Schablonen. Ist das überall dieselbe? Mit einer Figur. Alles klar. Jemand mag wohl Schablonen mit Figuren. Mit Silhouetten von Figuren. Okay, letzte Tür. Jetzt wird irgendwas getriggert. Gib mir den Stuhl. Ihr kriegt den auf den Kopf. Ne, wenn einer von euch sich bewegt, dann kriegt er diesen Stuhl in den Kopf. Und fällt dann hoffentlich tot um. Okay. Also das ist mit Abstand der gruseligste Raum, weil, seht euch mal dieses Bild an. Der hat einen Bart und eine Brille. Was ist... Oh Gott. Was ist das denn? Okay, der ist nett. Erinnert mich ein wenig an Victor French. Was ist das? Oh mein Gott, dieses Bild. Nein.
Also solche Bilder gehen gar nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh mein Gott. Diese Bilder. Wahrscheinlich wird bei diesem Bild und bei diesem Bild da nichts passieren, aber gerade bei dem, wo ich mich ein wenig sicher fühle, wird dann eine grausige Hand rauskommen und mich auffressen. Ja genau, Hände fressen Leute auf, das passiert. Oh Gott. Augen zu und durch, ich mich. Diese Bilder tun dir schon nicht weh. Was ist das eigentlich für eine komische Wand? Was? Who are you? Who's there? Alter. You'll burn for this. You'll burn for this. Sick, twisted child. Meint er mich? Oder den, Entschuldigung. Oder diejenige, die ihn da eingesperrt hat, diese Justine. Oder sind wir Justine? Nein. Wer ist jetzt Justine? On earth as it is in heaven. The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, our Savior. Na egal, wir haben diesen Hammer. Okay. Das war cool. Schaffe ich das nochmal? Das war jetzt momentan echt cool. Nein. Oh Gott sei Dank, der lebt noch. Alter! Du Scheißhammer! Seelentagebuch. Ja, lesen wir es einfach. Wer hat das geschrieben? Weil vielleicht. Justine hat das geschrieben. Ja. Heute habe ich draußen mit Clarys gespielt. Wir sahen einen Vogel, der nach einer Schnecke pickte. Er trug sie davon und landete auf dem Gartenzaun. Die Schnecke hatte ein Haus und es zerbrach. Clarys weinte und ich tröstete sie. Das neue Dienstmädchen hörte uns und kam heraus und schimpfte Clarys aus, weil sie mit mir gespielt hat. Der Vogel flog in die Luft und davon. Heute war ich die mit offenen Armen. Was? Was? Moment. Egal. Justine, 9 Jahre alt. Heute habe ich mit den Dias von Vaters Lichtkasten gespielt. Am liebsten mag ich den Mann, der rechts herumsteht. Vater fragte, warum. Ich sagte, er sieht Dinge, die er mag. Aha, okay. Heute war ich die Rechte. Justine, 10 Jahre alt. Vater hat gesagt, dass ich gestern das falsche Tier genommen habe, als ich die Kammerzofe zum Wein gebracht habe. Er wollte, dass ich mit dem Schwert nehme, dass ich das mit dem Schwert nehme, aber ich habe den rechten Mann genommen. Ich nehme nie das mit dem Schwert. Heute war ich die Kniende. Worauf willst du hinaus? Justine, 11 Jahre alt. Heute kam ich zu mir in mein Zimmer. Ich konnte ihm noch immer nicht in den Augen schauen. In die Augen schauen, Entschuldigung. Er sagte, ich solle mich nicht schämen und dass ich nur versuche, die Leere zu füllen, die meine Mutter hinterlassen hat.
Als er nicht aufgepasst hatte, habe ich den Sternenstein aus seiner Sammlung genommen. Heute war ich die mit dem Schwert. Okay, sie war mit 8 die mit den offenen Armen, mit 9 die rechte, mit 10 die kniende und mit 11 die mit dem Schwert. Alles klar. Das Bild ist gruselig. Alles klar, gehen. Haben wir die Schablone genommen? Nein, wir haben die Schablone nicht genommen. Bitte, ich will jetzt nichts getriggert haben. Der steht anders. Nein, Entschuldigung, das war nur der Nebel. Was soll das? Was soll das? Da drin? Was ist da los? Verarscht ihr mich? Ihr verarscht mich doch. Scheiß die Wand. Okay, einfach raus und durch. Ja, Mamala. Okay, was ist das? Hier haben wir wieder ein Blumenbuch. Also für Kräuterkundler ist dieses Buch genau perfekt. Was war das?